Hallo und herzlich willkommen zu Geblicken Lego und Ladung mit den fleißigen Thorsten. Hallo. Heute das nächste von Mac. Batman. Batman, genau. Ich bin Lego. Oh, ein Cape hier. Ja. So muss das. Hier, Cape, mach. Ja, immer mein Auto. Steht im Vertrag. Ja. Sonst sieht er nicht einen Cent hier. Ja. Sieht so nicht aus. Weil das Cape da drin ist. Recycling. Da. Weg damit. Nimm es. Mache ich gerne. Hier, nimm. Ja, das ist von Lego Batman Movie. Mit Gronkh als Sprecher des Jokers. Ja, genau. Was mir nicht aufgefallen ist. Merkt man im Film auch gar nicht. Also, ich hätte es nicht gemerkt, hätte ich es nicht gewusst, aber selbst dann merke ich es nicht, selbst wenn ich es weiß. Sag ich doch. Die haben zwar damit geworben, aber so richtig durch die Medien ging das auch nicht. Aber ist okay. Warum auch? Ja, er sagt ja auch, YouTube ist zwar eine feine Sache, aber man muss Alternativen haben. Sollte man ja. Man darf sich da nicht dran festbeißen, weil das mit YouTube, man sieht das ja jetzt im Thema Rundfunklizenzen, kann sehr schnell nach hinten losgehen. Ja. Richtig. Das ist auch so ein Witz. Hast du das mitgekriegt mit den Rundfunklizenzen? Was genau? Du kennst ja Twitch. Ja. Twitch ist ja quasi YouTube nur live. So, und jetzt haben die mal eben festgestellt, dass eigentlich jeder, der Twitch macht, eine Rundfunklizenz braucht. Ja, genau. So. Und jetzt hat es die ersten Kanäle gegeben, die entsprechend angezeigt, also jetzt nicht strafrechtlich, sondern darauf aufmerksam gemacht wurden von den öffentlichen Rundfunkanstalten nach dem Motto, hey, ihr braucht eigentlich eine Lizenz. Wenn ihr die nicht vorweisen könnt, müsst ihr aufhören. Ja, genau. So, und das Problem ist, das gilt jetzt für Twitch, aber die EU arbeitet fleißig daran, dass es demnächst auch für YouTube gelten könnte. Weil YouTube ist ja zum einen nicht live und es gibt ja auch so ein paar Unterschiede zu Twitch. Ne, direktes Ansprechen und so weiter. Es gibt halt ein paar Unterschiede. Es ist eben nicht live, du kannst bei YouTube ja hochladen und in einer Woche veröffentlichen. Gibt es ja so ein paar Sachen. Und ja, aber jetzt möchte die EU das eben auch auf nonlineare Programme ausweiten, dann wäre YouTube unmittelbar mit betroffen. Mhm. Letztendlich aber auch unser Kanal. Richtig. Mal gucken, was es jetzt noch so gibt. Ja, man kann vieles kaputt machen. Die EU ist gut darin, Dinge kaputt zu machen. Irgendwie. Kaputte Gurken nehmen sie nicht, aber naja, egal. Ja, das ist ja noch nichts entschieden. Ich weiß auch nicht, das passiert wieder alles im Hintergrund. Was erfährt man alles wieder mal nur nebenbei? Du darfst übrigens mitmachen. Ja, ich bin gerade. Du bist erstaunt, es geht was. Skandal. Und ja, muss man mal abwarten, wohin die Reise gehen. Ja, das ist immer interessant, ja. Und du hast in solchen Sachen ja immer auch eine gewisse Verpflichtung, dich selbst um Auskünfte zu kümmern. Mit anderen Worten, wenn es einen erwischt, dann musst du dich selbst drum kümmern. Da ist ja keiner, der kommt, hey, achte mal ein bisschen drauf oder so. Irgendwas. Deswegen hat Gronkh vor Freitag, vor zwei Wochen oder so, seinen erstmal letzten Stream gemacht bei Twitch. Weil bis dahin durfte er noch. Na, die haben ja Pistole auf der Brust und dann sieht so. Und dann hat er gesagt, wobei er meinte, er hätte irgendein Hintertürchen, aber keine Ahnung. Muss man mal gucken, was er da vorhat. Schauen wir mal. Witzig ist ja,
Und das hat er ja erklärt, ne? Er kennt sich damit natürlich besser aus, weil das sein Job ist. Er macht es ja nochmal haupt- und vollberuflich. Mhm. Diese Rundfunkanstalten gehen nur dann auf die Leute los, wenn die angezeigt werden von anderen. Mhm. Mit anderen Worten, es muss jemanden geben in der großen, weiten Welt, der meinte, wir pinkeln Gronkh und in dem Fall auch Pete Smith mal an die Beine. Mhm. Und jetzt wird natürlich groß spekuliert, beziehungsweise Gronkh angeblich weiß, wer es war. Ja, das Video kenne ich. Na, und das ist natürlich alles sehr spannend, was da im Moment passiert. Irgendwas passt hier wieder nicht. Sekunde bitte. Muss ich mal kurz. Ich habe auch was gerade gesehen, was ich vergessen habe. Ja. Ach so, das muss. Hä? Können das einen Nackenschutz hier? Ich kann das gar nicht so rummachen. Ach, ich habe die falschen genommen. Ach du liebe Güte. Gibt ja verschiedene Dinge hier. Da muss man nicht aufpassen, was man macht. Also hier dieser Excalibur Batman, der kommt auch nicht im Film vor, weil die Rüstung sieht man halt. Ne? Hängt die bei ihm rum? Irgendwie. Die hängt ja in seiner Batman-Hülle. Das ist schon cool, dass man die dann spielen kann. So mittelalterlich. Sieht zwar merkwürdig aus, aber es scheint so richtig zu sein. Ja, ich habe mich vorhin schon gefragt, was hat Batman mit Excalibur zu tun? So erstmal gar nichts. Nö, erstmal gar nichts. Zumal arbeitet Batman mit Werkzeug, also Schwerten, okay. Batman ist ja einer der wenigen Superhelden, die eigentlich gar keine eigene Superkraft haben. Ja, richtig. Er ist ja einfach nur er. Ich habe hier meine Rüstung gebaut, ich bin jetzt toll. Das habe ich schon. Boah, der ist aber sehr friemelig hier. Ja, das ist ein, halt ein Pferd, ne? Pferde sind friemelig. Gott, ist das so richtig? Das erkennt man ja kaum. Na cool, sieht's aus. Das schwarze Pferd. Schattenfell. Nein, Schattenfell ist ja weiß. Aha, wo ist das her? Hallo? Wo ist das her? Herr der Ringe. Und dann fragst du mich, ob ich das weiß. Nein, tue ich nicht. Ja, ich bin ja ein grober Nerd unter Ihnen. Herr der Ringe ist Fans. Ja, hier stimmt aber einiges nicht, glaube ich, oder? Warum? Ich weiß nicht, wie kommt denn das jetzt da rauf? Das kann man gar nicht richtig sehen. Nein, nein, dreh nochmal zurück, bitte. Ja, ist auch richtig. Alles gut. Ja, aber wie kommt das jetzt da drauf? Ja, da. Ja, wie? So rum, so oder andersrum oder was? Oder wie? Andersrum. Hä? Aber sieht dann komisch aus. Ja, das meine ich doch. Irgendwas ist da mit richtig. Ja, das ist auch falsch gebaut. Wobei, wenn du hier anguckst, ist der Kopf sitzt schon recht hoch. Ja, du hast nur hier einen Fehler gemacht. So, jetzt stimmt. So, jetzt sieht's besser aus. Ja, das auch. Ich sag mal nichts, bis ihm selbst auffällt. Ja, das war's schon. Weil die Beine sind falsch. Meinst du? Ja, warte, so. Das muss. Er kriegt es auch ohne Profi-Werkzeug kaputt. Das muss, genau. Geht das auch nicht ab. Tja, Fury in the Slaughterhouse, sag ich mal. Fury auf dem Schlachtfeld. Fury in the Slaughterhouse. Ja, die ist ja auch wieder auf Tour. Also. Ja, gibt's die noch? Mhm. Ah. Die ist auf Tour, also hört es euch noch an, solange es noch geht. Tja,
Im Moment weiß man ja nie, kann alles schnell vorbei sein. Aber ich glaube, die müssen nach unten zeigen, diese Dinger hier. Das ja, die müssen nach unten zeigen. So genau. Ja, okay. So. So, jetzt sieht's richtig aus. So ein bisschen egal. So. Pferdeliebhaber vortreten in die Kommis damit. Ist das ein Pferd oder was? Genau, richtig. Au, au, au. Ja, als Ritter braucht man auch so ein Pferd, ne? Ja. Ich kann bloß nicht drauf sitzen. Im Spiel schon. Ja, das ist das Paradoxe, ne? Wer weiß, welche Fähigkeiten das Pferd im Spiel wieder hat. Es kann über Flüsse springen oder so. Ja, genau. Was ein Auto ja nicht kann. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Ja. Tschüss. Tschüss.